Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout. Leider hat mein Aufnahmeprogramm wieder mal das Mikrofon nicht aufgenommen. Nein, es stimmt nicht. Diesmal bin ich schuld gewesen. Ich gebe es zu. Diesmal war wirklich ich schuld, nicht das Aufnahmeprogramm, das wirklich ab und zu leider spinnt. Aber die sind alle unzuverlässig, verdammt nochmal. Ah, ich habe einfach nur mein Mikrofon auf stumm gestellt gehabt. Das war ziemlich doof von mir. Naja, wie dem auch sei, deswegen synchronisiere ich jetzt nachträglich hier über die Folge. Es ist super ärgerlich. Super, super ärgerlich. Hauptsächlich, also erstens finde ich es natürlich immer schöner, wenn wir sowieso live kommentieren, also wenn ich live kommentieren kann, weil es interessanter ist. Ich kommentiere mal kurz, was hier passiert. So, wir haben nämlich keinen Wasserchip gefunden in der Vault in der letzten Folge. Ich wollte mir jetzt anschauen, was hier unten los ist und habe gesehen, oh, das ist das Raider-Lager. Und habe mir gedacht, gehen wir trotzdem mal rein und schauen uns jetzt gleich um. In dem Raider-Lager. Ich habe mir gedacht, was could possibly go wrong? Ich hätte eigentlich am liebsten neu geladen und das Ganze nochmal gespielt, aber ich habe, wie ihr jetzt gerade seht, natürlich den Speicher überschrieben. Deswegen kann ich es jetzt nicht nochmal neu aufnehmen und live synchronisieren. Deswegen jetzt die nachträgliche drüber. Also synchronisieren, Blödsinn, kommentieren. Nachträglicher Kommentar. Post mortem. Was? Auf jeden Fall ist es sehr witzig, weil hier haben wir einen, der sagt, es ist Death Hand. Er ist zurück. Und überall, wo ich hingehe, sagen die Raider irgendwie sowas wie Death Hand. Er ist von den Toten wieder auferstanden. Und ich dachte mir erst so, hä? The fuck? Was ist denn hier jetzt los? Und ja, wie sich rausgestellt hat, sehe ich nämlich Death Hand, dem ursprünglichen Anführer dieser Gang hier, dieser Raider-Bande, der Vater des aktuellen Raider-Anführers, der wiederum seinen Vater, also Death Hand, getötet hat, sehr ähnlich. Und das finde ich sehr witzig. Und die verwechseln mich alle mit dem. Und alle sagen so, oh nein, Death Hand ist wieder da. Und jetzt konfrontiere ich gleich seinen Sohn damit. Damit, dass ich wieder da bin. Oh Gott, ich hoffe, ich kann jetzt die Dialoge lesen überhaupt, weil ich hier jetzt im Videoeditor bin und habe da nur so ein kleines... Ah ja, es geht. Ich habe dich doch umgebracht. Ja, hast du. Ich bin zurück, dich zu quälen. Ich habe mir gedacht, ich mache mir einen Spaß draus. Vielleicht führt es ja zu irgendwas. Und habe die Antwortoption. Ich lasse die in ihm glauben. Ich glaube das nicht. Ich kann es nicht glauben. Glaub es, Freundchen. Und du leistest mir in der Hölle Gesellschaft. Und dann geht leider ein Kampf los. Und das war ziemlich ungünstig. Da war ich wirklich nicht darauf vorbereitet. Ich habe mich da relativ tollpatschig, glaube ich, angestellt. Ne, obwohl, es ist einfach... Ich meine, guckt euch das an. Guckt euch an, wie viele Gegner hier unterwegs sind. Es ist einfach nur krass. So, ich habe mich gleich mal hier hinter dem Bücherregal versteckt, wie das so ein echter Held halt macht. Und hätte gehofft, dass Iron die Situation für uns löst. Wir werden gleich sehen, wo das hinführt. Man kann sich's denken, oder? Man kann sich's denken. Schön ist, dass sie ihrem Boss die ganze Zeit in den Rücken schießt im Verlauf des Kampfes. Ach, das war schon echt toll. Blut, Blut. Es ist wirklich ärgerlich, wollte ich vorher noch sagen. Nicht nur, weil eben die Originalkommentare in Echtzeit verloren gehen, was schon mal echt nervig ist, finde ich. Sondern, weil ich einfach auch mehr Zeit brauche. Und wie ihr sicher wisst, habe ich zurzeit alles, nur keine Zeit. Und jetzt, im Grunde in der Zeit, wo ich das jetzt neu kommentiere, hätte ich eine neue Folge aufnehmen können. Ah, mein Gott. Das bringt meine ganze Zeitplanung durcheinander. Ich habe hier jetzt öfter versucht, im Dauerfeuermodus auf den zu schießen. Ich habe die Theorie, ich müsste das mal überprüfen. Wisst ihr was, das kann ich jetzt hier live machen im Grunde. Ich sitze hier am Desktop, nehme hier auf und währenddessen kann ich so einen kleinen Browser auch machen. Ist doch super. Ich überprüfe jetzt mal. Wenn ich nämlich in Fallout 1... Ist auch nicht schlecht. Neues Konzept hier. Live-Kommentar mit Live-Recherche. Meine These ist nämlich, dass wenn ich auf Dauer schieße, im Dauerfeuermodus, dass ich dann zwar mehr Munition verbrauche, ist klar, dass ich aber nicht mehr Schaden mache, sondern nur auf ein breiteres Feld schieße und mehrere Gegner in dieser Reihe treffe. Ich glaube, so ist es nämlich. Ich glaube, der Waffenschaden verändert sich grundsätzlich nicht in dem Spiel, außer durch kritische Treffer, Perks und sowas. Fallout 1, wie nenne ich das jetzt? Wie heißt denn das im Englischen? Im Deutschen findet man immer keine so spezifischen Informationen oder selten. Englisch schon immer besser. Okay, ihr seht schon, ich bin tot. Die haben mich natürlich erschossen.
Und jetzt liegt unser Skelett irgendwo in der Wüste. Aber wir laden einfach nochmal neu und dann werden die schon sehen, was die davon haben. Ich habe es nämlich gleich nochmal versucht. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe nochmal den gleichen Approach gemacht. Ich gebe jetzt einfach mal Waffenschaden ein. Kann ich mal im Hintergrund so ein paar Fakten über den Waffenschaden in Fallout erzählen und dadurch dann auch gleich noch was lernen. Ist informativ für euch und für mich. Ich habe hier jetzt rausgefunden, ist vielleicht noch wichtig, dass ich hier drin relativ frei looten darf, ohne dass sich jemand beschwert, was ziemlich cool ist. Man kann sich einfach hier aus dem Regal, zack, Munition nehmen oder zwei Molotow-Cocktails nehmen und keinen stört. Fand ich schon ziemlich gut. Diesmal bin ich auch vorbereitet mit dem Stimpack da unten. Diesmal sieht es besser für mich aus. Sehr gut. Jo, bla bla bla. Ich schau gerade. Also, nein, das interessiert mich nicht. Ich habe gerade irgendwelche... Achso, Dialog! Das ist das Gleiche. Diesmal sage ich aber quasi, ich verstehe nicht. Und dann sagt er, ja, wenn du mein Vater wärst, aber du bist es nicht. Du siehst zwar aus wie er, aber du benimmst dich anders. Bis zum heutigen Tag gibt es kein Bild von ihm. Du musst ganz einfach entfernt werden. Verstehe ich zwar nicht ganz, aber auf jeden Fall löst diese Dialogoption auch wieder Kampf aus. Ändert im Grunde nichts dran. Auch wenn man versucht, die aufzulösen, dann, ändert es nichts, wie gesagt. So. Ich gucke mal. Wir haben hier... Angriffsmodus. Burst. Da kann ich aber nicht draufklicken. Ah, der Schaden im Burst-Modus. Ach so, das ist interessant. Die rechnen das hier mit Schaden pro Action Point. Pro Action Point. Und der Schaden pro Action Point wird im Burst-Modus tatsächlich höher. Das ist gut zu wissen. Dann macht man doch mehr Schaden. Okay. Dann macht man doch mehr Schaden. Man hat weniger Reichweite und ist ungenauer. Kostet auch mehr Action-Pointe. Und man schießt gleich 10 Schüsse. Na gut, klar. Wenn man 10 Schüsse schießt, kann man theoretisch 10-mal so viel Schaden machen. Haha, logisch. Das war natürlich doof von mir. Nicht zu Ende gedacht. Na gut, zurück zum Video. Also, ich habe es hier jetzt im zweiten Kampf mit Heilung versucht. Aber ihr seht schon, ich bin bewusstlos geschossen worden. Dann schießt Ian den Anführer bewusstlos. Er lebt aber noch. Wird mit einem Messer attackiert und dann kommt von der Assistentin des Raider-Anführers der Todesschuss. Und ich bin tot. Naja. Also, habe ich mir gedacht, ein bisschen zu krass. Kommen wir wieder. I'll be back. We'll be back. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht schon übermorgen und vielleicht noch heute. Jetzt gehen wir nämlich erstmal zurück nach Shady Sands, wo ich hoffe, neue Informationen zu kriegen über Städte in der Nähe, genauere Informationen über Städte in der Nähe, damit wir dahin reisen können. Denn wir haben nicht unbegrenzt Zeit, um diesen Wasserchip zu finden. Deswegen, ja, muss man aufpassen. Aufpassen. So. Gehen wir zum Anführer und der sagt... Ich brauche dringend Hilfe. Meine Tochter Tande ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hast du versucht, sie zu retten? Mein Volk hat keine Erfahrung. Schon 3 Patrouillen suchen nach ihr, aber keine kam zurück. Klar, aber wer... Hier? Ups, Entschuldigung. Klar, aber wer könnte sie entführt haben? Seth und ich glauben, dass ein Gangsterclan dahinter steht. Vergeltung für unseren Widerstand. Nimm den Speer. Er wurde gefunden, wo meine Tochter verschwand. Okay, ich gehe dem nach. Bitte, sprich mit Seth. Er weiß viel über die Gangster. Gott mit dir, Wanderer. Okay. Seine Tochter wurde also entführt von einem ansässigen Gangster-Clan. Und wir fragen jetzt, wie heißt er gleich nochmal? Seth. Wir fragen jetzt Seth, dem Anführer der Wache, ob er was weiß, wo die sein könnten. Und wir haben einen Speer bekommen. Ein Speer ist nämlich eigentlich eine relativ okaye Start-Nahkampfwaffe. Wir sehen, hier macht 3 bis 11 Schaden, während unsere Pistole 5 bis 12 Schaden macht. Also schon durchaus besser, aber so ein Speer braucht halt auch weniger Aktionspunkte, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern, Nahkampf hat schon auch seine Vorteile in dem Spiel, so ist es nicht.
aber wir sind halt leider einfach wirklich definitiv kein Nahkämpfer. Dama sei Dank, du bist hier, Wanderer. Mein Mädchen, Tandy, Agreshtas Tochter wurde entführt. Wir glauben, dass irgendwelche Gangsterbanden dahinter stecken. Wo halten sich diese Gangsterbanden auf? sie sind südlich von hier. Bitte beeil dich, wer weiß, was sie hier antun. Okay, ich werde sie zurückholen. Ich lese hier gerade noch die anderen Antworten, aber ich werde gleich sagen, okay, ich werde sie zurückholen. So, und dann machen wir uns auf, die Tochter des Häuptlings zu retten, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Und natürlich sind die, wie könnte es anders sein, unten in dem Raiderlager, bei dem ich gerade noch war. Jetzt führt uns quasi eine Quest wirklich dorthin, ins Lager der Khans. So. Und jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach eben dieser verschwundenen Tochter des Häuptlings, Tandy. Ich hätte mir schon denken können, dass sie nicht in den Zeltern ist, aber ich habe halt nachgeguckt. Und da sehen wir schon jetzt nicht mehr. Aber gleich sehen wir wieder die Gefängniszelle. Ah, ich habe irgendwie Husten. Und dahinter steht schon Tandy. Ich kann sie momentan leider nicht anklicken, weil sie hinter den Stäben hier steht. Ich kann nicht mit ihr reden oder so. Aber ich weiß jetzt, wo sie ist. Und ich versuche jetzt mal die Tür aufzumachen, weil mich keiner hier angreift. Das ist irgendwie echt witzig, weil alle glauben, ich bin Death Hand. Aber nein, es geht nicht. Ich versuchte jetzt nämlich mal mit der Beraterin, mit der Freundin, weil die auch einen Namen hat, vom Raider-Boss zu reden. Vielleicht kann ich ja mit der irgendwie vernünftig reden oder so. Aber auch die reagiert leider nur mit irgendwelchen Standardsätzen und läuft von mir weg sogar. Und ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Also auch mit der kann man nicht wirklich reden, aber witzigerweise kann ich jetzt einfach plündern. Da hinten, hinter dem Boss, steht zum Beispiel eine Eisbox. Und ich mache die einfach auf. Ist leider leer, aber trotzdem. Und dann schauen wir mal in seinen Schreibtisch, was er da noch so drin hat. Munition für alles Mögliche, her damit. Und ich stelle mir das so witzig vor, wie man in den Raum kommt. Und alle sind so und werden ganz bleich, weil Ghost Hand wieder zurück ist. Und dann kommt er rein und guckt in die Schubladen von seinem Sohn. Geht hier in den Kühlschrank, der voller Waffen und Munition ist. Und es ist eine riesen Schatzkiste, total cool. Dynamit, Gold, Kronkorken, alles was man braucht. Ein Schlossknacker, Dietrich-Set, auch sehr cool. Naja, auf jeden Fall eine Goldgrube, sehr gut. Und ich finde es immer so witzig, wie der reinkommt, alles durchsucht, alles nimmt und alle stehen einfach nur da mit offenen Mündern und wissen nicht, wie sie reagieren sollen. So, jetzt wird nochmal das Bücherregal ausgeräumt, weil das hatte ich ja, da bin ich aber gestorben beim letzten Mal. Die Munition lassen wir nicht liegen, beziehungsweise die Molotow-Cocktails. Und jetzt hatte ich zwei Pläne. Ich werde jetzt gleich auch nochmal speichern vorher, weil Plan A, beziehungsweise drei Pläne. Plan A wäre gewesen, dass ich außen an die Wand hier Dynamit hinlege, um die Mauer zu sprengen. Aber dann ist mir eingefallen, dass das im Fallout nicht geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Fallout nicht geht. Ich weiß es jetzt gar nicht hundertprozentig, aber ich glaube nicht. In Checked Alliance geht es und ich glaube in Fallout Tactics, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Aber in Fallout 1 geht es, glaube ich, definitiv noch nicht. Glaube ich definitiv sind immer so tolle Aussagen. Deswegen jetzt Plan A oder Plan B besser gesagt. Mit dem Schlossknacker-Set einfach den Käfig aufsperren, sie nach Hause bringen und alles ist gut. Plan B ist, ich lege hier, wo jetzt der Mauszeiger ist, jetzt nicht mehr, zu Füßen des Anführers Dynamit mit einem Zeitzünder und lauf ganz schnell weg. Schauen wir mal. Versuchen wir erstmal das Schloss zu knacken. Und eine Schrotflinte haben wir jetzt. Das ist schon ziemlich cool. So eine Schrotflinte ist echt nicht schlecht. Vor allem aus nächster Nähe kann man da ganz schön was machen. Und das Schloss ist geknockt. 25 Erfuhrungspunkte für das Knocken des Schlosses. Und sie sagt, lass uns von hier verschwinden. Und das machen wir jetzt auch. Verschwinden. Sie hat allerdings mit dem Verschwinden nicht ganz so eilig wie wir anscheinend. Die lässt jetzt ein bisschen auf sich warten. Unser Charakter kratzt sich am Kopf. Er versteht es auch nicht so ganz. Sie kommt einfach nicht. Hallo? Tandy? Alles okay? Ah ja, da ist sie. Da kommt sie. Na gut, dann auf zurück nach Shady Sands, wo die Welt noch in Ordnung ist. Wo wir dann unsere Belohnung vom Häuptling abholen werden. Hurra! Hurra! Gucken wir mal.
ich kann mir den Namen von dem Häuptling einfach nicht merken. Andraste. Ich sage einfach Andraste. So heißt die Prophetin, die große Prophetin in Dragon Age, im Dragon Age Universum. So ähnlich heißt er ja auch. Deine Belohnung. Ade, danke. Freund, möge das Wasser, das du in der Wüste findest, dich nachts nicht blenden. Okay. Das hoffe ich auch, dass mich das Wasser nachts nicht blendet. So, und wir haben jetzt 500 Erfahrungspunkte bekommen für die Quest Tandys Befreiung und nochmal 400, weil wir sie lebend befreit haben. Natürlich hätte sie auch sterben können, aber ist sie zum Glück nicht. So. Ich rede nochmal mit ihm in der Hoffnung, dass ich noch irgendwas kriege von ihm, weil er sagt zwar, hier ist deine Belohnung, aber er gibt mir gar nichts, außer er hat irgendwie Erfahrungspunkte in Fläschchen gefüllt und kann mir die geben oder so. Aber nein, er hat nichts. Arsch. Na gut. Südlich von hier, aber wir besuchen uns nicht oft. Angeblich gibt es danke. Davon. Kann ich dich sonst noch was fragen? Ich habe ihn nur nochmal nach Junktown gefragt, aber dann fällt mir ja ein, dass Ian ja ein verwundeter Karawan-Guard-Kerl ist, das habe ich ganz vergessen. Wenn jemand weiß, wo die Städte sind, weiß er es. Und jetzt frage ich ihn auch, kannst du mir sagen, wie ich zum Hub und nach Junktown komme? Worauf er antwortet, der Hub ist ein großes Handelszentrum weit im Süden von Shady Sands und wird von mehreren Karawangruppen von Händlern beherrscht. Unter anderem die Wasser-Merchants. Das hört sich nämlich vielversprechend an, die Water Merchants, die Wasser verkaufen. Den Crimson Caravan und den Four Go Traders. Junktown ist ein bisschen kleiner. Südwestlich von hier. Es ist kleiner, doch man kann dort gut einen trinken gehen. Die Aufsicht dort hat ein Kerl mit dem Namen Killian Darkwater, der dort Ladenbesitzer und Sheriff und Bürgermeister zugleich ist. Klingt nach einem reizenden kleinen Plätzchen und an den beiden Orten werden wir uns jetzt mal umsehen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwie an so einen Waterchip kommen. Ist halt irgendwie auch echt doof. Denn man kann sich vorstellen, dass so ein Waterchip nicht leicht zu finden ist, weil die sind halt in der Regel in Vaults und es gibt pro Vault wahrscheinlich nur einen oder so. Insofern, Okay, reden wir nochmal mit Tandy, die wir gerettet haben. Ich hatte Angst, dass du weg bist und ich dir nicht mehr dafür danken kann, dass du mich gerettet hast. Oh, das war toll! Action, Abenteuer! Wenn ich etwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Na gut, und jetzt sage ich zu ihr, glaube ich, vielleicht könntest du mir noch ein paar Fragen beantworten, weil ich nochmal diesen Willst du nicht weg von hier Frage-Tree irgendwie nutzen will, um sie dazu zu überreden, mit mir mitzukommen, weil ich weiß, dass das geht. Aber es hat nicht funktioniert, kann ich euch gleich mal sagen. Und hier gibt es die Option, wie wär's, wenn du und ich, naja, du weißt schon. Und ich befürchte, das könnte die werde mein Begleiter-Quest sein. Aber sowas kann ich nicht ernsthaft sagen, weil das ist einfach, also wirklich, Leute. Also wirklich. Ja, ich war noch zu bescheuert. Ich weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Nee. Schon okay. Genau. Hier gehe ich gerade nochmal den Weg von wegen, willst du nicht mitkommen, geht aber nicht. Also ich kann sie nur darauf ansprechen, dass sie es so langweilig findet, aber leider will sie einfach nicht mitkommen. Und jetzt kommt mir eine Idee, wenn ich hier im Hintergrund schon das Wiki offen habe, würde ich jetzt vielleicht... Das habt ihr nicht gehört. Ich werde hier nicht irgendwie mich spoilen oder so. Ich werde es wirklich mal kurz suchen. Ich google mal schnell hier in diesem Wiki. Ach so, wir alle sind dir dankbar, dass du die Red Scorpions vernichtet hast. Ja, also auch nicht mehr ganz up to date, aber immerhin ist schon okay. So, Fallout Wiki, führe mich zu deiner Hauptseite. Wo kann ich denn hier was suchen? Hat die Wiki hier keinen Suchebalken? Naja, zumindest suche ich jetzt mal die anderen beiden Städte, wo die sind währenddessen. Unten sehen wir schon, da ist der erste grüne Punkt. Und das Blöde ist, dass ich nicht rausfinden kann, wer was ist, wer wohin. Aber ich habe dann, genau, der Hub ist nämlich hier unten. Der ist noch unter Junktown, deswegen haben wir jetzt gesagt, gehen wir doch erstmal nach Junktown, wenn es schon auf dem Weg liegt, weil, warum denn nicht, oder? Warum denn nicht? Und keine einzige Begegnung auf dem Weg hierher. Unfassbar, oder? Keine einzige Begegnung. Eigentlich fast schade, ich mag ja diese Begegnungen. Aber hey, so, war's schon wieder.
Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, auch so war die Folge okay. Beim nächsten Mal gibt es wieder Live-Kommentare. Vielen Dank und bis dann. Macht's gut. Ciao.